Ja, Markus Daun, erstes Testspiel mit der FC U21, 1-1 gegen Fortuna Köln gespielt. Welchen Eindruck hat Ihre Mannschaft hinterlassen? Mannschaft hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ich denke, dass wir wirklich zu Beginn der Vorbereitung sind, haben jetzt 4, 5 Trainingseinheiten absolviert und die Mannschaft hat da wirklich alles umgesetzt, was wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben. Wir haben es versucht, heute einfach zu halten, über eine Kompaktheit dann auch immer wieder schnell umzuschalten, aber auch in der Umschaltbewegung defensiv schon unsere Hausaufgaben zu erfüllen. Das hat die Mannschaft gut gemacht und darauf kann man aufbauen. Und nächste Woche im Trainingsjahr werden wir dann weiter in der Grundlagenausdauer arbeiten und da unseren Weg weitergehen. Und wie zufrieden sind Sie mit der Leistung der Neuzugänge? Ja, man hat gesehen, dass alle Qualität haben. Wir haben gesehen, dass die Attribute, die wir an die Jungs dann auch stellen und die wir fordern, umgesetzt wurden mit Geschwindigkeit, aber auch mit fußballerischer Klasse. Das war ein guter Aufgalopp. Das müssen wir natürlich des Öfteren bestätigen. Planen Sie denn mit der U21 nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden oder sind Ihre Personalplanungen abgeschlossen? Na, grundsätzlich sind wir schon sehr weit mit dem Kader, haben da eigentlich alle Planstellen besetzt. Allerdings ist es im Fußball so, wenn eine Rakete zu haben ist, dann sollte man noch zuschlagen. Und von daher werden wir da sicherlich nicht sagen, dass komplett Ende ist oder dass wir komplett zu sind, sondern wir werden uns weiter informieren und die Augen offen halten. Und wenn einer dabei ist, der uns nochmal weiterhilft, dann werden wir da auch noch was machen. Aber grundsätzlich sind wir erstmal zu.